Ja, Freunde, herzlich willkommen hier in meinem neuen Video und was soll ich euch sagen, bestes Wetter, es ist super warm, habe schon einige Kilometer gemacht. Und wollte mal testen, wie das Setup ist. Ich habe euch ja gesagt, es gibt demnächst einige Veränderungen, was heißt Änderungen, ist ja falsch, einige Erweiterung hier auf dem Kanal. Unter anderem soll es ein bisschen um Outdoor gehen, ein bisschen um Radreisen und so. Inspiriert bin ich dabei die ganze Zeit natürlich von Leuten wie Adventure Buddy, aber auch PJ Adventure oder auch Fritz Meinecke und so. Ich finde es ziemlich cool, was sie so machen, diese großen Radtouren. Dafür ist natürlich mein Körper noch nicht ausgelegt. Ich arbeite dran, aber so kleine Radtouren gehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, teste ich heute und die nächsten Tage mal immer wieder das Setup. Heute mal die ganze Packgeschichte. Ihr seht das ja hier im Hintergrund ein bisschen. Da habe ich mich dann ein bisschen ausprobiert, inwieweit man den Esel, den Bock belasten kann und was da also drauf passt. Und muss ich aber auch an mein Gewicht ein bisschen achten und so. Ich meine, heute habe ich unter die 160 geschafft. Herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Aber ist doch viel, viel Luft nach oben, nach unten. Und gucken wir mal in den Aufbau rein. Ja, zum Aufbau selber, mein Fahrrad kennt er ja, ein ganz normales Lathe und es ist eigentlich eine Mischung zwischen City und Trekkingbike, wobei es mal wieder geputzt werden könnte, aber ihr habt ja die letzten Tage und so auch in meinen Insta-Stories gesehen, dass ich halt unglaublich viel auch unterwegs war, hab jetzt nach 6 Monaten die 1000 Kilometer vollgekriegt und dementsprechend hat es auch schon einige Kilometer auf dem Buckel. Gut zu sagen ist natürlich, dass ich heute nochmal geguckt habe, Speichen und so sind alle noch safe. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, gerade mit dem Gewicht und so, ne? Wisst ihr ja. Wir haben als Tasche einmal hier oben so eine kleinere Tasche. Da habe ich tatsächlich nur das Handy drin, wenn ich Navigation brauche. Und da kann ich unten dann noch eine Ladestation reinmachen, also eine Powerbank. Die zeige ich euch nachher. Und da kann man hier oben quasi in die Ladestation dann mit Kabel rein und dann kann man das so festklemmen an der Seite und dann kann man quasi laden, während man fährt. Das ist ganz praktisch. Man kann es auch tauschen tatsächlich. Ich habe ja eine Solar-Powerbank, die kann ich euch gleich mal zeigen. Die lädt tatsächlich auch durch die Folie. Also sehr cool. Obwohl die Folie ein bisschen dunkel ist, lädt die tatsächlich dadurch. Und das heißt, ich kann die Powerbank auch aufladen, wenn ich keine Navigation brauche und unterwegs bin. Das ist soweit das Setup vorne. Hinten ist natürlich, habe ich von, seht ihr das glaube ich, von Haberland, die 2x7 Liter Tasche. Wobei ich sagen muss, dass das komplette Setup am Fahrrad jetzt mit allem drauf beladen nochmal 8,9 Kilo hat. Ich erkläre euch auch gleich, warum das so ist. Ich habe ja mir besorgt vor kurzem hier im Decathlon so eine Polsterung, weil mein normaler Sattel ist für ein bisschen längere Touren, für meinen wunderschönen Prachtpopo, einfach zu hart auf Dauer. Ja. Und ich habe bei Sachen mit Taschen, ich habe meinen Schlafsack, Taschen gepackt, mein Schlafsack ist mit drauf und eine Isomatte. Und Getränkehalter, seht ihr ja, Flasche steht da hinten und Schloss und so, ganz normales Setup. Ne? Helm, Handschuhe, wisst ihr ja über alles. Befestigt das Ganze hier mit zwei Gummizügen, das sind keine Spanngurte, die habe ich einfach am Gepäckträger. Ich habe vorne und hinten so Haltestangen dran, damit ich immer das Schloss, womit ich meinen Sattel immer festmache, weil den Fragenthal klauen sie das sonst alles. Ja, genau. Und was jetzt in den einzelnen Sachen drin ist, das sage ich euch jetzt. Ja, das geplante Schlafsetup ist natürlich einmal die Isomatte, die ist tatsächlich No-Name. Die habe ich schon, ich glaube, gewiss 15 Jahre. Die war schon auf X-Festival und so. Die ist ganz nice, weil die halt so ein bisschen gepolstert ist, aber innen drin auch nicht so dünn und die ist halt super robust. Und natürlich den Arctic von, den Alaska Arctic war das Zelt, der Alaskan Blue von Outdoor Equipment, der ist eigentlich ganz, ganz gut. Ja, kann ich mich gar nicht beschweren, der hält warm bis Minusgrade, ich weiß gar nicht was, glaube minus 3 oder so. Aber er hat halt auch ein riesiges Packmaß, aber ist auch ein übergroßen Schlafsack, weil ich bin ja kein kleiner Typ. Nochmal zurück zum Bike selber. Ich habe mal die Tasche euch aufgemacht, das seht ihr hier. Da geht so ein bisschen Luft durch auch. Und da habe ich halt die Sonnenbrille drin immer. Und
Ihr habt da Batterie, kann man hier durchziehen. Hier vorne kann man festmachen und hier quasi die Öffnung. Kommen wir nach hinten. Hier haben wir tatsächlich als erstes mal das Kamerastativ. Das habe ich immer noch mal so, habe ich jetzt mal so ein bisschen gesichert, damit es mir nicht runterfällt. Und wir kommen mal in die eine Seitentasche. Hier ist tatsächlich das meiste Zeug drin. So, bei der Sonnenbrille getauscht, sonst ja, sehe ich nichts hier im Schatten. Kommen wir mal zur ersten Tasche. Ich habe beide Taschen tatsächlich auf einer Waage gepackt, weil, also ich kann die Taschen hier abnehmen, ne? Die sind hier so im Ding. Ich habe auf beide Seiten ungefähr 3,5 Kilo gepackt. Hat einfach den Hintergrund, dass ich das ausgewogen haben wollte, weil sonst ja, fällt man hin, Unwucht und so, wisst ihr ja. Also fangen wir an. Auf der einen Seite habe ich tatsächlich, wie gesagt, also oben war drauf das Kamerastativ, das kennt ihr ja. Dann habe ich ein Handtuch dabei. Ja. Neben dem Handtuch ist normalerweise Zahnbürste und so, die habe ich jetzt zu Hause gelassen. War ja nur eine Testfahrt. Zahnbürste und Zahnpasta und so Zeug, Zahnseide, was man halt so mitnimmt. Genau. Dann haben wir ja neulich erst gekauft, diese wunderbare kleine Lampe, die in Rot leuchten kann, in Weiß, nochmal ein bisschen heller und dunkel. Die kann ich mit USB laden. Die passt tatsächlich auch vom Ladeding her. Habe ich jetzt noch gar nicht abgemacht, weil das geht auch so, habe ich gesehen. Passt an meine Powerbank ran. Die zeige ich euch gleich. Dann habe ich natürlich ganz wichtig oben drin in der Tasche das Erste-Hilfe-Paket dabei. Das, ohne das solltet ihr grundsätzlich auch nie fahren, finde ich. Das gehört einfach dazu. Ja, klar, was Bushcraft, sag ich schon, was so ein bisschen Outdoor, Zelten, irgendwas, irgendwo Campen angeht, Biwaken, kleines Taschenmesser dabei, ja. Es ist tatsächlich noch ein Rambo-Messer, wer es noch kennt, ist natürlich nicht so scharf und gefährlich, ist natürlich nur einseitig geschliffen, aber, ja, das ist auch dabei. Das habe ich tatsächlich auch schon, ich glaube, 30 Jahre oder so, gefühlt, ja. Dann ist dabei natürlich meine Powerbank im Fahrradbeutel. Die Powerbank kann ich euch mal zeigen. Die ist ganz cool eigentlich. Ich habe gar keinen Hersteller hier. Gaudio Multimedia steht hier, aber von Leia ist die. Und ihr seht, die leuchtet schon rot. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja? Sobald die ans Tageslicht kommt, fängt die sofort an zu laden. Ist abartig. Also es geht sofort los. Und ja, die habe ich voll geladen. Die habe ich, wie gesagt, vorne drin gehabt im Fahrrad. Und die hat ja, zwei Ausgänge. Ne, einen Ausgang. Ein USB-Ausgang und als Eingang, also er hat zwei USB-Ausgänge, so zwei USB-Ausgänge und als Eingang so ein Micro-USB, genau. Ja, aber kann man sehr gut laden, kann man auch an der Steckdose laden, geht man mit jedem Ladegerät, also völlig cool. Dazu habe ich mir diesen Beutel gebastelt, einfach um auch die Oberfläche ein bisschen zu schützen und ja, daran habe ich jetzt, in dem Beutel habe ich jetzt nur noch ein Ladekabel mit drin, ja, mit meinem liebsten Glücksschweinchen und genau, das ist so gängig halt. Also das hab ich immer mit, wenn ich auf Reisen bin, grundsätzlich. Egal, ob ich jetzt mit dem Zug fahre, ob ich wandern gehe oder so, habe ich immer die Powerbank dabei. Ansonsten kann ich ja keine Videos machen, wenn mir der Saft ausgeht. Okay, das Kabel hier macht, was es will. Das müssen wir nochmal zusammenrollen. Können wir auch später machen. So, dann ist natürlich noch auf der Seite. Noch auf der Seite habe ich einfach auch so als Lückenfüller ein bisschen. Aber auch was wichtig ist, so ein Schlauchschal. Den habe ich tatsächlich von Sea Shepherd, wo ich auch den Rucksack und so habe. Das habt ihr schon gesehen, alles habe ich schon mal gezeigt. Der ist ganz praktisch, wenn ich so über etwas staubige Pisten fahre. Deswegen liegt der mit oben drauf. Dann kannst du den übers Gesicht ziehen, weil sonst kriegst du halt die ganze Rotze in die Nase. Oder wenn du durch Mücken fährst und lauter so Geschichten. Ja, der ist dabei. Dann, neu geholt neulich, ihr wart ja mit dabei, meine Stirnlampe. Ja. Und die hat Rotfunktion wie das andere. Und ja, ne? Also das können die vom Decathlon, die Sachen alle scheinbar, habe ich festgestellt. Und das ist auch gut so. Ja, was ist noch dabei? Klassisch, ich habe da jetzt keine andere Flasche, sondern ich habe tatsächlich auch die ich zum Wandern nehme, von Tupper, 1 Liter. Oder es sind 1,1 sogar drin. Wasser, auch immer ganz wichtig für alles, was man machen will. Wenn man auf- und abbaut, all diese Sachen, ja, ein paar Handschuhe, ne? Ihr kennt die, ich habe da zwei Paar von. Die habe ich auch im Winter zum Fahrradfahren an. Die sind ganz praktisch, wenn man irgendwas macht, wenn man mit Seilen arbeitet oder ja, wenn man längere Zeit irgendwie fährt, ist es auch eindeutig praktischer wie die Radhandschuhe.
Dann natürlich Heringe. Wofür ist logisch, ne? Wenn wir einen Tarp abspannen oder so, ist wieder gleich noch. Die sind auch dabei. Und, da gehe ich aber gleich nochmal drauf, extra drauf ein, ist tatsächlich mein Kochzubehör, Kochgeschirr. Das machen wir gleich nochmal klar. Wir wechseln jetzt die Tasche, also andere Seite. Und da sind drin tatsächlich, ich habe jetzt keine Luftpumpe mitgenommen, weil ich nicht so weit von zu Hause weg bin. Aber ich habe für längere Touren immer so ein Notfall-Spray-Kit dabei für den Reifen. Ihr kennt ja mein Problem, ihr habt das ja bei der Radtour schon ein, zwei Mal erlebt, dass mir der Reifen kaputt gegangen ist. Und ja, dafür ist das. Toi, 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 bis jetzt brauche ich es noch nicht. Wenn ich irgendwie Regen, sonst irgendwas, wenn ich übernachte, habe ich so ein Fahrradschutzding dabei, dass mir ja, mein Zeug nicht nass wird, also mein Sattel nicht nass wird. Ich hasse das morgens, um nassen Sattel zu stehen. Dann tatsächlich ist auch immer super wichtig, ist, wenn ihr ein Tarp abspannt oder irgendwas in der Richtung, braucht ihr normalerweise entweder Paracord oder so, aber für die preiswerte Variante tatsächlich, gibt es tatsächlich in jedem Baumarkt irgendwelche Schnüre. Ja? Deswegen auch die Handschuhe, wenn ihr das abspannt, irgendwo zwischen zwei Bäumen, habt ihr natürlich das Problem, dass da ihr drauf zieht, das ist Nylon oder so. Ja. Ich habe jetzt hier 20 Meter, kriegt ihr im Baumarkt für 10 Euro oder so. Ja. Das ist völlig okay, von der Dicke her. Das könnt ihr allerdings nicht aufbröseln, wie bei Paracord. Paracord kannst du ja auseinanderbauen und dann hast du ja diese kleinen Schnüren nochmal. Aber für die Zwecke, für die wir es benutzen, reicht es vollkommen aus. Dann ganz wichtig, wenn ihr in die Nacht kommt, auf der Straße unterwegs seid oder so, natürlich Warnweste. Viele halten das für Kitsch. Ich sehe das auch bei diesen großen YouTubern und so, aber wenn die Radtouren machen, haben sie es nicht an. Halte ich für gefährlich und auch leichtsinnig. Also ich habe eine dabei. Die benutze ich auch immer im Winter. Ich gehöre auch zu den Leuten, die hinten am Fahrrad auch eine Leuchte haben. Ja. Und kann auch blinken. Mega. Ja, also am Helm meine ich nicht am Fahrrad und das ist einfach wichtig. Dann ist noch im Beutel tatsächlich, habt ihr ja schon in der Ankündigung gesehen letztens, ja, mein Tarp, 3x3 Meter geöst von MFH. Das ja, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, wie gesagt. Das ist eigentlich das, worunter man schläft dann. Dann natürlich der Schlafsack. Was ich jetzt nicht noch großartig anziehe, ist, ich habe dann noch eine lange Hose mit. Ja. Die habe ich jetzt mal mit reingepackt, um es vollständig zu machen. Ja, muss man jetzt doch mal aufführen. Ja. Ja. Da kam ein Fahrradfahrer ins Bild, ich musste mal kurz ausblenden, weil wir wollen ja niemanden dabei haben. Kommen wir mal zum Thema Essen und Kochen. Also ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt hier so 1 Liter dabei, plus nochmal die Trinkflasche auf dem Rad sind auch nochmal 1 Liter ungefähr, glaube ich. Aus recyceltem Meeresplastik, auch super. Ja, ist auch nochmal 1 Liter drin. Ich habe mich für das Bundeswehr-Standard-Kochgeschirr entschieden. Warum? Das hatte ich früher schon mal auf Festivals und so und ich bin damit einfach immer mega gut gefahren. Es gibt ein interessantes YouTube-Video von BW Outdoor-Kanal, da könnt ihr es euch nochmal angucken, was man alles damit machen kann mit Henkel und so und Funktion. Das führe ich jetzt nicht nochmal aus, vielleicht wenn wir mal einen Overnighter machen. Wir planen es ja demnächst, dann werde ich es mal zeigen. Ich habe es hier mit so einem Gummi versehen, weil in der Fahrradtasche macht das sonst immer so einen Rappler. Ja? Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Aber wir gucken mal rein, was drin ist. Also ich habe das mit dem Gummi zugemacht. Das kann man natürlich dann beim Kochen, muss man das oben abmachen. Ich habe das nur mit so einer Schlaufe festgemacht, damit es mir nicht die ganze Zeit rappelt. Also dazu gehört natürlich oben die Henkeltasse, die du auch als Pfanne benutzen kannst. Ja. Ihr fragt euch, worauf kocht der? Ich koche nicht mit Holz oder so, wenn ich unterwegs bin. Ja, das habe ich mir vor Jahren abgewöhnt. Also wenn ich irgendwo Fläche habe und so, im Moment ist ja auch Waldbrandgefahr und so, ich suche mir eine freie Stelle. Ja. Und ich besitze einen Esbit-Kocher, den habe ich schon länger. Super praktische Geschichte. Ja, ich weiß, Esbit, nicht jeder mag das, aber für mich ist das völlig okay. Ja? Also ich mache mir mal einen Kaffee oder eine Mahlzeit gerade warm, das ist völlig, völlig in Ordnung. Ja, so, den Esbit-Kocher haben wir. Dann habe ich da drin natürlich eine Mülltüte. Niemand fährt ohne Mülltüte raus. Also alles, was ich verbrauche, kommt auch wieder mit mir. Ja, wir lassen nichts irgendwo liegen. Geht auf gar keinen Fall. Ja, und dann halt oben drin, A, damit es nicht so rappelt. B, damit ja, man noch was wegmachen kann, natürlich ein bisschen Zewa und ein paar Taschentücher. Und was ja bei diesen BW-Kochsachen ist, hast du oben noch so einen Deckel drin. Den kannst du hier auch an den anderen einhaken. Ja, also kannst du auch aufsetzen, absetzen. Super praktisch. Ich habe es ja schon mal probiert. Also wenn ihr kennt es ja noch von früher, sag ich mal, und ich habe es ja neulich schon probiert. Wenn ihr euch was warm macht und so, das kannst du auch als Tasse benutzen im Prinzip. Aber denkt dran, wenn ihr einen heißen Tee macht oder einen Kaffee, dann ja, da kam noch mal ein Radfahrer das Bild. Dann nicht direkt an die Lippen, das ist Alu. Ja, das verbrennt euch die Knochen. Ne? Aber sonst ist es praktisch. Ich habe meistens auch eine Extra-Tasse mit. Ich habe ja so eine, nicht Teflon, wie sagt man da, so eine
sieht aus wie Keramik. Ich komme jetzt hier aus dem Begriff, ihr wisst, was ich meine. Noch eine extra Tasse mit und ja, das ist ganz okay. Was habe ich hier drin noch? Erstmal habe ich immer, wenn ich übernachte, ja, also ich habe das fertig gepackt, weil falls ich mal spontan los will, deswegen ist es fertig gepackt. Ich habe so Instant-Kaffee dabei, den trinke ich auch zu Hause, wisst ihr ja. Ich habe ein ganz normales Feuerzeug, weil für den Espritkocher brauchst du jetzt nichts Spezielles. Viele haben ja einen Feuerstahl oder ein Big-Feuerzeug mit Klebern und so. Ich habe hier so ein ganz normales Feuerzeug dabei. Kaffee ohne Milch geht nicht, deswegen habe ich immer ein Päckchen Dings mit. Ich habe auch eine Mülltüte, wie gesagt, das kommt alles mit. Wenn ich unterwegs bin, habe ich ja meistens Y-Food dabei. Einen Löffel habe ich dabei, tatsächlich, für den Kaffee. Und natürlich, wenn ich übernachte irgendwo, habe ich immer so eine Tüte. Es ist super praktisch mit dem Wasser warm machen. Bei dem Espritkocher brauchst du 3 Minuten, ist das Wasser warm in der kleinen Pfanne. Und du brauchst halt nur ein paar Dinger. Und ich habe hier immer so Porridge mit. Ja, das kannst du zum Frühstück wunderbar essen. Das passt halt alles zusammen in diesen Kanister hier rein, den du natürlich dann auch über dem Feuer theoretisch machen kannst und so. Wobei du natürlich aufpassen musst nach einer Zeit, der Lack wird dann schwarz. Ja, das ist ja so gegen Ultrarotlampen, Ultraviolettlampen, also gegen irgendwas, Nachtsichtgerät oder irgendwas, Werbelichtlampen, Kamera, keine Ahnung, Scheißdreck. Dagegen ist ja dieser Lack, aber der wird sofort schwarz, wenn du ihn übers Feuer hältst. Und ja, geht auch relativ schnell ab, wenn du da ein bisschen was mitmachst. Deswegen, benutze halt meistens entweder den kleinen hier auf dem Espritkocher oder tatsächlich das hier. Ja, also den großen benutze ich eigentlich nie. Ja. Jetzt nach der Magen-OP sowieso nicht mehr, weil lohnt sich einfach nicht. Ja. So, das passt jetzt alles wieder hier rein. Ne? So, Peter. Dann mache ich das Deckelchen rein hier. Da kommt dann noch die Mülltüte wieder mit rein. Und natürlich der Espritkocher. So. Und wenn das alles da drin ist, kommt der Deckel wieder drauf. Ja. Dann mache ich das. Dann ist ja so ein Haken da dran. Ja, hier. Das wäre jetzt so schon fest. Ja, aber ich mache immer noch mal Gummi drum. Wie gesagt, es rappelt mir sonst die ganze Zeit im Rucksack. Und da habe ich halt, also in der Tasche, das macht immer so. Da habe ich halt einfach gar keinen Bock drauf. Ja. Und ja, das ist okay. Jetzt habe ich es falsch rum gemacht. Vorführeffekt. So. Und dann ist auch das fertig. Ja? So. Also das ist so alles, was ich so dabei habe. Und ja, that's it. Ihr fragt euch jetzt, warum zeige ich euch das? Falls ihr noch Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit, schreibt es in die Kommentare, freue ich mich natürlich. Mir geht es hauptsächlich darum, ich will irgendwas machen, was mich wenig Geld kostet. Klar, so ein bisschen Ausrüstung, das meiste hat man irgendwie im Haushalt gehabt, das ist okay. Aber ich möchte auch einfach jetzt raus und machen. So, dieses Wochenende schaffe ich es nicht, ich bin halt aber verabredet und morgen gehen wir ja auf Tour. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt geplant, im Sommer mal so ein paar Tage unterwegs zu sein. Und wie genau, weiß ich noch gar nicht, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ja, mich fasziniert das, dass Leute das machen und ich konnte es jahrelang nicht, weil ich körperlich auch einfach nicht in der Verfassung dazu war. Ich habe jetzt, wie gesagt, über 37 Kilo abgenommen, das habt ihr jetzt gesehen auf den Social Medias und ja, ich fahre viel Rad, die Kondition ist besser geworden, ich gehe gern wandern und so und jetzt beginnt das neue Leben und das neue Leben sagt dir, Dave, raus, mach was. Und ja, guck einfach, dass du mehr erlebst. Ja. Und es macht unglaublich Spaß. Ja, sehe ich jetzt schon. Allein die Vorbereitung nur für dieses kleine Video, das nur ein paar Minuten geht, mit was packe ich ein, ja, was besorge ich mir. Ich muss natürlich warten, ihr habt gesehen bei der Post so ein paar Dinge. Ich habe ja auch noch ein Zelt gekauft, noch für eine andere Tourgeschichte. Ich habe so ein paar Projekte geplant. Na klar, gibt es viele große YouTuber, die machen das den ganzen Tag und fahren rum und so. Aber ich kann euch sagen, für mich persönlich ist das ein wahnsinniges Abenteuer. Ich habe das, ja, allein das Thema draußen schlafen habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, ich glaube, da war ich, ja, mein Zelten und so auf Festivals, klar, das ist logisch. Aber so draußen schlafen irgendwo mit Tarp oder Biwaken, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Und das ist natürlich tatsächlich eine Geschichte, die mich ultra fasziniert. Ich höre, im Hintergrund kommen Leute, ich mache mal kurz Pause nochmal. Unglaublich fasziniert mich das Ganze und ja, wir haben hier wunderschöne Strecken in der Pfalz und es gibt auch wunderbare Trekkingstrecken und so, nicht alle fürs Fahrrad, manche auch so,
Aber man muss die Ausrüstung ja trotzdem mal testen. Und mein erster Test heute war tatsächlich, ihr habt ja gesehen, wie viel ich jetzt gefahren bin, war tatsächlich, ist das Fahrrad dafür ausgelegt, dass ich mit so viel Gepäck Strecken fahren kann? Und ja, das geht. Und schaffe ich das? Ich habe festgestellt, dass diese hinten Tasche ein bisschen groß ist. Also ich komme manchmal mit dem Fuß gegen. Ihr seht auch schon hier, es hat ein bisschen mitgenommen schon. Aber alles erschwinglich. Es kam noch wahrscheinlich jetzt irgendwann die Frage der Preis. Wie viel ich alles zusammen gezahlt habe, kann ich euch gar nicht genau sagen, weil vieles habe ich ja schon besessen. Ich sag mal nur für die Sachen, die neu sind, ich glaube so roundabout 50 Euro. Ja. Und das ist völlig legitim. Also finde ich überhaupt nicht übertrieben. Mach mal einen Urlaub für 50 Euro. Ja. Wirst du nicht finden. Genau. Ja. Ich mache mal kurz Pause, da kommen wieder Radfahrer. Die fahren in die andere Richtung. Okay. Muss ja mal ein bisschen aufpassen, dass hier niemand aufs Bild kommt und so. Und ich mache euch jetzt nochmal eine Aufnahme von allen Dingen, die quasi in der Tasche sind. Und dann machen wir uns mal wieder auf den Heimweg, weil bis nach Frankenthal ist natürlich auch wieder ein Stück. So, eigentlich hätte ich es mal filmen sollen. Also der ganze Bock ist B- und Entladen innerhalb von 3 Minuten. Also wirklich, wirklich easy, wenn man mal schnell irgendwo Lager aufschlagen will. Voll geil. Ja, das ganze Video habe ich jetzt hier auf dem Rückweg an so einer kleinen Bank aufgenommen, die auch schon ein bisschen mitgenommen ist. Aber jetzt mal was anderes. Leute, guckt euch das mal an. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr irgendwo hingeht, wenn ihr draußen seid, nehmt scheiße nochmal euren Müll wieder weg. Ja. Das geht einfach gar nicht. Das ist völlig assi. Ja, also wenn schon so eine Bank hier steht, in so einem wunderbaren Ort hier mit Ausblick und wirklich geil, dann räumt verdammt nochmal euren Scheiß wieder weg. Ganz ehrlich.